Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4 und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Wir müssen noch einen Kugelfisch finden. Ich weiß nicht, ob Kugelfische im Winter sind oder im Sommer. Ich überlege gerade, ob ich mal ganz kurz nachgucke, hätte ich vorher machen können. Wie heißt nochmal Pufferfisch, heißt das auf Englisch, ne? Kugelfisch. Blaufisch heißt der. Ah. Okay. Winter Spring steht da. Okay, dann auf zum Winterding. Weil wir können einfach zum Winterfeld. Ups. Da ist schon ein Schatten, der transparent ist. Oder? Stimmt, ich dachte gerade, das wäre der Saibling. Ah. Ich finde, bei diesen Quellen ist es immer ein bisschen schwieriger zu erkennen. Der ist definitiv. Seriola. Nee, es ist auch normaler, oder? Ich glaub schon. Das da oben ist ein transparenter, glaube ich. Jetzt bin ich mir nicht mal ganz so sicher. So sehen die Transparenten aus, okay. Im Schatten sind die kaum zu erkennen. Mein Hummer, okay. Ich meine, kaum zu erkennen im Schatten ist auch schon mal eine gute Sache zu wissen. Wieder ein großer. Yeah.
mit der Seriola. Das ist doch wieder ein Seriola. Was im Internet war Medium Size soll das sein? Also nicht die großen. Da ignoriere ich den großen da jetzt. Der seltene große wieder. Da ist ein Medium Size. Ich glaube, der seltene Fisch ist abgehauen, ne? Weil der Nagebarsch war doch kein seltener Fisch, oder? Ist das Medium Size noch? Der ist halb transparent und Medium Size. War beim Hummer. Wir sollten mal nach Hause gehen. Wir müssen ins Bett. Morgen, Liebling. Oh, eben gerade hat sich das Baby in meinem Bauch bewegt. Was? Lass mich mal fühlen. Hier, Früchte-Sandwich, greif zu, habe ich für dich gemacht. Ich bekomme nie genug davon, dich anzusehen. Hä? Warum? Weil ich dich liebe. So, dann gehen wir wieder aufs Winterding. Ich meine, damit haben wir dann bald zumindest das Ding abgeschlossen. Das heißt, ab dann können wir mal gucken, was wir sonst noch so erledigen. Aber ich meine, da müsste das Kind eigentlich auch da sein. Wenn wir mit den Angeln durch sind, müsste das Kind eigentlich da sein. Ganz ehrlich, wir brauchen jetzt noch ein oder zwei Kugelfische. Ich glaube, zwei. Ah, das war bestimmt ein Kugelfisch. Ich hab's verkackt. Kugelfisch, ja. Kugelfisch 1 von 2. Also es ist ein relativ kleiner Fisch. Das hier ist wieder einer.
oder? Ich glaube, es ist kein transparenter. Ne, war es definitiv nicht. Das ist aber einer. Und auch noch direkt in der richtigen Größe. Yes, es waren Kugelfische. Yay, wir haben die Kugelfische. Wir haben es geschafft, wir haben alle Fische gemacht. Wenn ich das richtig sehe. Okay, das Saibling. Das Saibling-Gericht fehlt noch. Ich weiß nicht, was heißt Saibling auf Englisch. Das wird auch kein seltener Fisch, ein Saibling. Das wird einfach nur ein total standardnormaler Fisch sein. Den ich leider noch nicht hab, verdammt. Ich guck mal ganz kurz bei Arthur, vielleicht hat er mittelgroße Milch und mittelgroße Eier oder so im Angebot. Eigentlich kann man bei Arthur immer alles gucken, was er so hat. Und dann kann man gucken, was noch nicht geliefert wurde. Weil ich glaube, der verkauft einem auch Dinge, die noch nicht geliefert hat. Was macht sie denn da oben? Morning. Arthur ist einfach nicht zu Hause. Good morning. Keine Ahnung, warum der nicht zu Hause ist. Wo ist der denn? Sieht man hier irgendwo? Bestimmt irgendein Stadtevent oder so mit ihm. Aber wo ist der denn? Der ist ja gar nicht mehr da. Doch, der ist unten beim Arzt. Ist Flavia Ding? Ist Kindzeit? Ist Zeit für Kind? Nee. Ja? Ha? Jemand hat hier Müll fallen lassen. Das war ein, ich glaube, das eine Stadtevent irgendwie total ignoriert. Das tut mir voll leid. Oh, und hier auch. Hä? Ich dachte, ich hätte da drüben Müll aufgesammelt. Herr Vulkanon. Ach, dir ist es also auch aufgefallen. Also, wie ich es sehe, hast du kein einziges Stück Müll übersehen. Du hast anscheinend noch nicht deinen ganzen Enthusiasmus verloren. Achso, er macht das, okay. Okay. Aber im Arzt sind auch ganz viele drin. Was ist hier los? Süße Dinge haben übrigens Heilkräfte. Das stimmt. Wenn ich süße Dinge streichle, vergesse ich die Zeit. Manchmal wache ich dann am nächsten Morgen auf. Ah, hallo Potato, wir haben schon länger nicht unterhalten. Hast du dir schon Babynamen überlegt? Gesundheit ist wichtig. Ich weiß nicht, was hier, warum die alle da sind. Okay. So, wir müssen einen Saibling finden. Aber was heißt Saibling auf Englisch? Saibling auf Englisch. Chars. C-A-H. Rune Factory 4. Also angeblich ist es ein Sommerfisch. Das habe ich schon mal rausgefunden. Ich weiß halt nur nicht, ob es ein seltener Fisch ist. Oder muss ich jetzt einfach nur normal, weil ich glaube, ein Saibling ist kein seltener Fisch gewesen, oder? Ach, komm. Man kann übrigens Schuhe machen, mit denen man auf Wasser laufen kann, dann ist das hier ein bisschen einfacher. Habe ich gerade gelesen. Thank you.
da ist der Saibling. Wunderbar, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir jetzt wirklich alles mit Angeln erledigt. Alles mit Angeln wurde erledigt. Alle Gerichte mit Angeln hergestellt. Oh, ist das schön. Und alle Fische verschickt. Und ich hoffe, das sind auch wirklich alle. Aber ich bin mir relativ sicher, das sind ja noch ein Fisch, den wir jetzt noch verschicken. Mal gucken, wenn wir jetzt so bei 96% sind, ist das ziemlich sicher, dass es der letzte ist. 93%, ein Fisch, 7%, kann das sein? Ich weiß es nicht. Werden wir morgen sehen, vielleicht fehlt uns noch ein einziger Fisch. Aber wir haben 95% aller Sachen, die man kochen kann. 95%. Das ist nicht schlecht, oder? Ich glaube, einfach gibt es auch nichts mehr, was wir machen können, oder? Also, was wir machen müssen. Ich glaube, das Einzige, was uns fehlt, sind noch die krassen Dinger, ne? Wo wir die Grundblumen für brauchen. Ja, und das mit den Eiern, genau. Mit den mittelgroßen Eiern und mit der mittelgroßen Milch. Das ist das, was uns noch fehlt. Das war's. Achso, da haben wir aber hergestellt. Ich wollte gerade sagen, was? Da ist noch ein Fisch übrig? Nee, nee. Ja, hier ist halt der Eintopf, der mittelgroßen Milch und der krasse, das krasse Curry mit der Kornblume. Ofen ist durch. Dampfgarer ist, glaube ich, auch durch gewesen. Ja. Und dann noch Mixer. Ja, Mixer gibt's noch was. Der goldene Saft, genau. Da brauchen wir auch die Kronblume für. Okay, mittelgroße Milch. Das ist halt ein Problem. Das ist halt durchaus ein Problemchen. Kaufst du zufälligerweise mittelgroße Milch und mittelgroße Eier? Da kaufst du irgendwas, was ich noch nicht geliefert. Also der verkauft auch Dinge, die wir noch nicht geliefert haben. Ich meine, beim Essen werden wir kein Glück haben. Mit nicht geliefert. Und hat alles Waffen und sowas, die... Kann man mittelgroße Eier kaufen und Milch? Nee, ne? Die kann ich nicht im Laden hier unten kaufen, oder? Nee. Let's go! Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich suche nach einem Hühnchen. Das kriegt von mir jetzt Butter. Dann kriegst du halt ein Kochbrot von mir. Hühnchen. Lass mich dich streicheln. Das kriegst du eine schöne Feuerblume. Hier. 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 Ich zieh das jetzt durch. We'll be right back.
Aber du kriegst noch mal einen Cookie hier. Eine Tempura-Schüssel. Als ob. Du kriegst Holz. Wie wählerisch kann ein Wesen sein? Wow! Alter Schwede. Der war doch gerade auf Max voll. Erzähl mir doch nichts, der war doch auf Max. Frisst er einfach 5000 Sachen. Alter Schwede. So, ich glaube, die beiden kommen dann rechts in die rechte Scheune. Ja, hier ist noch kein Tier drin. Da bleibt ihr bitte hier. Gibt eine kleine Milch dafür schon mal. Ein kleines Ei. Ich meine, die bringen mir halt noch nichts. Ich brauche mittelgroße Sachen. Spezifisch. La 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 la. Haben die jetzt. Sehen die jetzt als gestreichelt heute, oder? Nee, streicheln müssen wir sie nochmal. Ich meine, ich will die eh nicht behalten. Die sind nur hier, damit sie mir mittelgroße Milch und mittelgroßes Ei geben. Na, dann können wir schlafen gehen, ne? What should I do today? Morgen, Liebling. Jetzt, wo ich schwanger bin, verstehe ich, wie kompliziert das ist. Ich hoffe, das Baby kommt bald auf die Welt. Was? Mein Bauch tut weh. Muss in die Klinik. Oh nein! Das Baby kommt! Potato, mein Vater! Hier entlang! Ah! Potatoes, Papa! Hey, Liebling! Mein Engel! Du hast so einen ernsten Gesichtsausdruck. Also ich meine, ja. Keine Sorge, unserem Kind und mir geht es gut. Das ist unser... Ja, das ist unser Baby. Sieh mal, wie niedlich sie ist. Das kannst du laut sagen. Was ist denn mit dir, mein Engel? Geht es dir gut? Ich bin jetzt ein bisschen müde.
du solltest dich ausruhen. Das werde ich. Aber vorher sollten wir unserem kleinen Schatz vielleicht einen Namen geben, oder? Okay, wie wäre es mit... Luna ist ein schöner Name übrigens. Aber kann ich mit Maus und Tastatur das machen? Weil ich kann halt nicht... Ich kann halt den Namen nicht auswählen. Das war ja der Bug, den wir schon mal hatten. Das Problem hatten wir ja schon mal. Nein, ich würde schon gerne den Namen ändern, aber ich kann das nicht. Man kann den Namen nicht ändern. In dem Spiel. Ich kann mit der Maus und Tastatur das nicht machen. Ich kann nichts auswählen. Ich kann mit Maus und Tastatur kann ich hin und her schalten, aber ich kann den Namen nicht ändern. Dann muss das Kind wohl Luna heißen, auch wenn ich nichts nicht wollte, aber dann ist das leider so. Ich kann den Namen leider nicht ändern. Ich kann nicht nach oben auf das Textfeld. Ich kann, wenn ich Space drücke, sagt der Luna okay, ja. Nee. Wenn ich Backspace drücke, dann sagt er, oh, willst du abbrechen? Wenn ich Buchstaben eingebe, passiert gar nichts. Ich kann den Namen nicht ändern. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte sie jetzt Polavia genannt. Oder Potlavia. Polavia. Wegen Potato und Flavia, aber gut. Luna, ha? Huh? Das gefällt mir. Okay, heißen wir den kleinen Racker willkommen. Auf drei. Was? Ja, stimmt. Wir haben uns ein Versprechen gegeben. Eins, zwei, drei. Guten Morgen. Gaga. Ich denke, Luna hat uns geantwortet. Ja. Luna, wir werden dich für den Rest deines Lebens glücklich machen. Darauf kannst du zählen. Yay, Potato ist Papa geworden. Die Bewohner der Stadt haben das neue Leben, das wir auf die Welt gebracht haben, mit großer Freude begrüßt. Ich denke, sie haben sich in das süße kleine Ding genauso schnell verliebt wie wir. Sie waren sogar ganz aus dem Häuschen. Aber es passt zeitlich alles sehr gut. Wir sind mit den Fischen fertig und so. Und dank der Zuneigung der Bewohner ist Luna zu einem fröhlichen, gesunden Kleinkind herangewachsen. Wo ist Papa? Hast du auch genug vom Warten, Baby? Hm. Du bist ja so gescheit. Wir sind eine richtig glückliche Familie, hihi. Du klingst ja selbst wie ein Baby, mein Engel. Und so nahmen die Tage gemächlich ihren Lauf. Und ehe wir uns versahen, waren mehrere Jahre vergangen. Luna, was machst du denn? Ich habe mich an die alten Zeiten erinnert. Oh, zum Beispiel? Naja, zum Beispiel an den Moment, als ich zum ersten Mal in diese Stadt kam und Mama traf. Und noch ein paar andere Sachen. Hm. Hey, Papa? Ja? Magst du diese Stadt? Das sage ich nicht. Doch, ich liebe sie. Wie schön. Wie sieht's mit dir aus? Ich liebe es hier. Das ist schön zu hören. Hey, lass uns nach Hause gehen. Ich will zu Hause spielen. Na gut. Gehen wir zusammen nach Hause. Papa, guten Morgen. Heute habe ich Geburtstag. Sehe ich älter aus? Ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass der Geburtstag richtig toll wird. Der Tag, an dem man geboren wird, ist einfach so ein besonderer Tag. Jeder sollte sich sagen können, wie schön, dass ich geboren bin. Du hast recht. Also bereiten wir für heute eine tolle Party vor, okay? Heute hat Luna Geburtstag. Aber können wir eine Party vorbereiten? Ich bezweifle es, aber du kriegst ein Stück Butter geschenkt hier. Danke, Papa. Hast du das ganz allein gemacht, Papa? Das ist echt cool. Aber können wir eine Party machen? Nee, oder? Das Feld wurde aber... Der hat jetzt nicht einen Tag durchgeskippt, oder? Da mein Feld quasi kaputt gemacht, das böse Spiel. Oh, Wachstum 76%. Na gut. Hat er einen Tag geskippt? Nein, hat er nicht. Also haben wir die Lieferbox nicht geskippt.
So. Da haben wir da doch noch einen schönen Abschluss für heute gefunden, tatsächlich. Also nicht für den Stream, der Stream läuft ja weiter, aber für Rune Factory im Stream. Potato ist Papa! So, geangelt haben wir jetzt alles. Das heißt, ja, wir haben nichts mehr zu tun. Wir können auch diesen Part beenden, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!